Nein, 8 Videos sind noch kein Selbstmord. 8 Videos ist, sag ich mal, Worst Case. 6 Videos wäre eigentlich das Optimum für pro Tag. Dann nimmst du nicht in etwa 6 Stunden Gameplay jeden Tag auf, Pi mal Daumen, plus 2 Stunden Bearbeitung, dann hast du deine 8 Stunden. L-Cluster zum Greifen nah. Steve will auch aus L-Cluster. Kennzeichen jetzt links bei Rata. Ich habe alle ins alle Einsichten. Aber mehr kann. Na los, dann mach auf. Ja, irgendwie passiert gerade nichts, ich weiß nicht. Du musst ja Forschung noch forschen. Ach so, stimmt. Ja. Ah, hier ist es. Ach, Moment. Und alle tot. Ja, ich bewege mal meine Armee woanders hin. Ja, ich glaube, wir sind fürs L-Cluster eh schon überdimensioniert. Selbst. Ich nicht. Ja, du bist... Wenn wir nach dir gehen, sind wir nie für irgendwas überdimensioniert. Construction complete. Also ich meine, es kommt eine... um die 40k Flotte? Ach, dann ist es ja nichts. Das war es, das eine Mal. So. Hab ich, aber ich weiß nicht, ob es unter Krise zählt. Ja. Zählt sich was eigentlich. Weil die Traditionen von Stab, Ausstatt an andere der Galaxis machen. Torbauer. Boom. Ja. So, warum bricht denn jetzt meine Versorgung ein? Bei Konsumgütern. Sind alle so unglücklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hm, bei Rom sind Upscalings complete. Ja, das höre ich auch gerade. Ich dachte die ganze Zeit, hä, was ist das? Jetzt weißt du's. Wie habt ihr das gehört? Ich hab mein Mikro aus. Wir sind Telepathen. Unsere Psionik hat uns gesagt, was bei dir passiert. Okay. Ich glaube, meine Psionik ist im Arsch. We have mastered a new technology. Construction complete. Junge, wie jeder das scheiß Wurmloch jetzt erforscht. Oh, das führt zu Pascal. Noch 2 Monate, bis die Archäologie endlich fertig ist. Schön. Schwul. Hast du gesagt schwul? Ja, genau das. Cool. Construction complete. We have mastered a new technology. Construction complete. Thank you.
We have mastered a new technology. Ach, diese Musik ist einfach zu entspannt in diesem Spiel. Es wird mich eines Tages umbringen. Construction complete. Ja, der lebt noch. Frage, die Stellaris-Session existiert aber nicht als Let's Play bzw. Community-Event, oder? Doch das hier wird gerade aufgenommen und ist Community-Event. Ach, ich weiß warum. Ich glaube, allein durch die ganzen Welt, also durch die ganzen Stationen, wäre ich gerade so gedrückt. Ja, und vielleicht durch die ganzen neuen Kolonien, die ganzen Kosten drücken mich jetzt gerade tot. Construction complete. Danke, Micha, für die Bits. Aber das wird jetzt nicht, nicht meine Kosten verbessern im Spiel. Das war's, L-Cluster. Ah ja. Nice! 31.000er Flotte. Ich hab... geil. Bei dir oder wo? Bei mir hier unten. Ja, bei dem, der vorbereitet ist. Ja, ich bin ja am Verteidigung bauen, aber da, naja, scheiße, ich bin tot. Gut, dann baue ich mal eben dann baue ich halt eben mal ein bisschen Flotte, ist ja kein Problem. Ach scheiße, ich weiß, wo... Hä, warum wurde das Spiel angehalten? Wurde es doch gar nicht. Nee, ich hab's jetzt inzwischen berührt wieder, aber... Construction complete. Macht's gut. Ach, dann mach ich halt eine andere Galaxie. Ja, ich schick grad meine Flotte runter. Ja, hier ist ein Portal, so ein Wurmloch. Dort halt ein bisschen. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Boah, jetzt geht der da, jetzt eskalieren die da rum. Du brauchst das aber nicht. Du musst mit keinem einzigen Mod spielen. Also du musst halt auch nicht irgendwelche komischen Energie-Credits-Mods nutzen. Das hebelt ja nur die eigentliche Mechanik aus. Alter, nimmt ja das schnell ein. Blöde Nanobots. Jo, der wird jetzt auseinandergenommen.
füge die übrige halbe Stunde. Oh, der will meine Gaia-Welt, der Penner. Der will alles. Der bombardiert aber schnell. Ich muss meine Flotte rein. Oh Gott, er greift mich an. Halleluja, ey. Kämpft! Our ships have been upgraded. Nochmal auf der einen Welt solche Stabilitätsprobleme, ey. Construction complete. Ja, ich muss gerade meine Flotte aufbauen. Das kann doch nicht sein, dass der mich jetzt am Ende noch vergewaltigt, ey. Natürlich. Er ist nur dafür da, um dich zu vergewaltigen. Wir haben ihn extra für dich geholt. Ja, das glaube ich auch. Jordel wird vergewaltigt, wie in seinen guten Leben. Come on, jetzt flieg doch nicht hier hin. Ey, das macht überhaupt keinen Sinn, warum fliegt er denn jetzt? Construction complete. Scheiße. Toll. Wo ist mein Lenz her? Na, den Stich lassen. Auf dem Weg. Ja, du nimmst. Oh, warum bist du nicht durchs Wohnloch geflogen? Ja. Construction complete. Bei Ben Terry ist ein Wurmloch. Hab ich noch nicht erforscht. Oh Gott. Ja, gut. Construction complete. Construction complete. Ich muss mindestens bis 0 Uhr durchhalten. Construction complete. Ich war auf dem dritten Platz. Mann. Jetzt bin ich um 5. Construction complete. We have mastered a new technology. Our ships have been upgraded. Österreicher, hilf mir. Ich hab grad selber mein Problem, selber älter da oben. Wer hat denn das ausgelöst? Nee, ich hab's ausgelöst. Ich kann eine Flotten zu euch schicken. Es dauert noch einen Moment. Ach, ja, schön, dass du mir voll Bescheid sagst. Hat er doch. Ihr habt doch alle dieselbe Nachricht bekommen. Ihr wisst doch, dass das ausgelöst wurde. Okay, cool. Hab ich nicht mitbekommen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab das noch nie gehabt. Ach so. Ah, Steve. Oh, ich liebe dich, Steve. Danke. Oh, er kommt gleich mit dem Forschungsschiff. Der Penner will das einnehmen. Oder ist er wirklich gekommen, um mir zu helfen, Neva? Er ist gekommen, um dich zu töten. Das glaube ich auch. Ja, ich glaube, du willst... mich umbringen. Ich? Ja. Warum sollte ich? Nein, er fliegt weiter. Construction complete. Ja, er fliegt zurück. So, der Flecke dahinter. Du bleibst schön da. Construction complete. Oh, vielen Dank, Steve. Und jetzt isst er dich. Ach du Scheiße, dem an Titan. Ja, hast du keine Titan? Ich bin ja schon Titan, wir ersparen. Aber wir verlieren trotzdem. Die ganzen Jäger werden alle von der Wächter. So, vernichtet Flotte. Oh geil, meine Flotte hat sich zurückgezogen. Ich hab fast. Ja, ein Teil zieht sich zurück und dann zu deinem Heimathafen ziehen die sich zurück.
Ja. Da hat man Lehnsherr und der braucht 1000 Jahre. Das Spiel braucht nur 1000 Jahre. Neutronium-Band. Oh, galaktische Börse. Hm, hä? Wie kommst du jetzt auf galaktische Börse? Weil ich das gerade erforsche. Ach so. Er hat die Planetenbahn. Ich danke dir. Kein Problem. Aber im Endeffekt, wenn sie mit dir fertig gewesen wären, wären sie zu mir rübergekommen vielleicht. Naja, ich habe hier noch eine etwas größere Feste, aber ich glaube, die hätte auch nicht standgehalten. Naja, eine 10K. Komischerweise mache ich jetzt wieder Plus. Ich habe hier ein L-Tor und wenn ich da raufklicke, bringt mich das in eine... Ja, das bringt dich in das Heimatgebiet von denen. Oh shit. Du kommst darüber auch aber auch zu allen anderen L-Toren in der ganzen Galaxie. Also ganz praktisch, um schnell woanders hinzukommen. Construction complete. Währenddessen konnte sich Pascal weiter ausdehnen. Ich habe mich überhaupt nicht ausgedehnt. Doch, in deinen Gedanken. Konnte sich in seinen Gedanken ausdehnen? Ich weiß schon... Junge, wenn ich allein seine Flotte sehe, kriege ich Angst. Warum siehst du die überhaupt? Weil ich deinen Stream schaue. Oh, Jordi. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Wieso wird denn jetzt meine Flotte wieder vermisst? Was ist denn das für ein Scheiß? Construction complete.
Construction complete. Wieso erbarmt sich denn keiner und vernichtet Jordel endlich mal? Aha. Lohnt Wir können doch nicht immer schlecht zu Jordel sein. Korrekt, das lohnt sich nicht. Construction complete. Ich bin der Mohr der Galaxie, Alter. Oder das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Man kann dir nicht den Krieg erklären, du bist ein Untertan. Ja, wir müssen Krieg mit jedem machen. Und mein Lehnsherr ist mächtig. Wer ist überhaupt dein Lehnsherr? Gott. Wie mächtig ist der nicht? Doch. Construction complete. Oh Pascal, dein Reich sieht von oben aus wie so ein Krebs. Krebsmenschen, Krebsmenschen, wir wurden entdeckt! Jordel Power töten. Ich hab dich schon lange entdeckt. Hier ist der Körper und da sind die Scherenhände. Construction complete. We have mastered a new technology. Was denn? Construction complete. Was denn? Was? Gib mir Geld. Und wenn nicht? Nicht? Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Nein. Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich kann nicht so wirklich viel Krieg führen. Ja, aber du kannst mir Ressourcen schenken. Gib ihm doch einfach mal Geld. Ist doch nichts bei. Tut doch nicht weh. Nee, lass mal. Passiert schon nicht. Wie ist das nicht so ganz motivierend, dir einfach so Geld zu geben? Sturm, wie ist denn gleich Sperrmüll? Ja, weil doch der Sturm hier ein Orkan kommen soll. Ach so, ja, der Orkan, der uns alle töten wird. Endlich. Ja, ich hab schon drauf gewartet. Blöd, wenn das jetzt wirklich passiert. Ich hab da gerade auf. Ich hab's euch gesagt, sag ich dann. Sind jetzt diese dummen Alien-Viecher eigentlich mal alle tot? Eule baut hier außerirdische Megastrukturen. Woher weißt du, dass es Außerirdische sind? Steht er da? So. Wenn es so ist. Ja, der baut eins nach dem anderen. Construction complete. Das war das KI-Reich, giftiger Pilzimperium. Ja, das ist doch Dings, oder? Das ist früher, Das war ehemalig Eule. Ehemalig Eule gewesen, ja. We have mastered a new technology. Ganz früher in einer anderen Zeit. Vor deiner Zeit. Nee, bitte. Das heißt nicht wie bitte. Was? Ja, das ist schon besser.
Sowieso. Construction complete. Ach, Österreicher. Was? Nichts? Nannte ihn auch hoch und schnell. Also, was die für eine Struktur bauen, Eule weiß ich. Österreich. Was möchte Österreich jetzt für eine Struktur bauen? Eine grüne. Nee, er hat nachgefragt. Sterntore bauen die, nichts Besonderes. Construction complete. Braucht das schon. Ja, du sollst da durchfliegen. We have mastered a new technology. Debris analyzed. Das nächste Mal werde ich mich Buttergolem nennen, versprochen. Ach, endlich wirst du deiner gerecht. Pommespanzer. Pommespanzer. Gut, dann nenne ich mich nächstes Mal Pommespanzer. Gibt's eine Alienrasse, die wie Pommes aussieht? Ich glaube nicht, leider. Gibt es eine Fraktion oder eine Rasse, die wie Buttergolems aussieht? Bestimmt. Die Steine vielleicht. Habe ich nicht, die Steine. Immer diese Steine. Ich fand, also die Steine habe ich letztes Mal gespielt. Das ist halt problematisch, dass die Steine wirklich diesen, wie soll man sagen, diesen Abzug hat auf Wachstum. Und das ist echt anstrengend auf Dauer. Hast du Nahrungsüberschuss dann gemacht? Ganz blöd gefragt. Hast du dann einfach die Richtlinie Nahrungsüberschuss nicht einfach eingeführt? Du bist so leise, ich höre dich nicht gut. Oder kaum. Ob du die Richtlinie Nahrungsüberschuss eingeführt hast? Ja, das ändert aber ja nicht viel. Also beziehungsweise die vermehren sich einfach wirklich langsam. Und ich habe dann nochmal versucht, eine Rasse zusammenzustellen, die halt mit Robotern zusammen und halt Steinwesen und dass du dann, sag ich mal, die Xenophob-Sache machst, damit du schneller dich
vermehrst und so weiter und so fort. Und trotzdem waren die einfach nur träge mit der Expansion. Aber dafür hast du halt nicht, das musst du halt keine Nahrung produzieren, ne? System Survey complete. Oh. Rip. Wer war das? Proof hat ihn mal wieder abgemorkst. Ich hab hier überhaupt nichts gemacht. Diktierte die ganzen Leute. Ist überhaupt eine Werft drin? Warum stimmt das gar nicht? Ich habe uns nur von den Marodeuren befreit. Oh! Hm. Danke. Kein Ding. Xeno Mongrels have declared war on each other. Sechs Minuten hast du noch, den zu töten. Wen, mich? Debris analyzed. Nein, ich. Nein. We have declared war on the loathsome Xenos. Construction complete. Kann auch jemand die Ruinen aufzwingen. Construction complete. Na, wir haben ein bisschen die Zeit aus den Augen auch verloren. Construction complete. Nicht mal mehr Zeit, meine Ethik zu ändern. Debris analyzed. Aber habe ich gerade meine Legierungsproduktion von 32 auf 505 gesteigert. Nice. Ich wollte gerade die ganze Forschung einstellen, noch mehr Legierung pumpen und dann irgendjemand auf die Fresse geben. So weit komme ich nicht mehr. Du willst ein paar auf die Fresse, Mika? Kein Problem, können wir dir geben. Auf die Fresse geben. Ach, ich kann dir wirklich keinen Krieg erklären, scheiße. Alles gut. Mein Traum hat sich sowieso ausgeträumt. Nicht mal, dass ich dazu in der Lage wäre, momentan jemanden zu töten, also. Alles gut. Debris analyzed. Alles nur, weil Rom der langsamste ist. Na und? Ja, wenn er schneller wäre, wären wir jetzt weiter im Spiel drinne. Ja. Da hätte ich Mika schon lange getötet. Ja, ja. Schade. Ja, dann hätte ich Pro schon lange töten können. Nee. Ah. Dafür ist zu spät. Ich kann leider keinem den Krieg erklären. Ja, Jorde, das ist schlecht. Für dich.
Ja gut, wenn es jetzt eh gleich vorbei ist, fliege ich mal hier durch. Ich will sehen, wie die aussehen da, diese... Wie du fliegst durch? Durch dieses Tor. Um zu sterben? Oder was war jetzt sein Ziel? Ich weiß gar nicht, was er will. Ich kann da gar nicht hinfliegen. Ineas. Ja, kannst du noch schnell erforschen, ob du das kannst. Du musst erst ein Forschungsschiff hinschicken. Ah, danke. So, noch einmal den Schleier besuchen. Ende des Zirkels sein, Leute. Hostile Xeno Fleet detected. Ah, noch mal eben 500 Korvetten bauen. Ist ja nix. Damit die Legierung auch mal für was verwendet wird. Debris Alanine. Oh, toll. Lebendes Metall erforscht. Ja, siehste. Sind wir alle glücklich. Hat sich gelohnt. So, oh, ich bin durchgeflogen und gleich verschwunden. Das nennt sich gestorben. Mhm. Nee, beim Forschungsschiff doch nicht. Klar. Ach, das überlebt. Doch. Also das kann sofort zerstört werden. Ach so, da ganz oben war noch ein Übergang. Das ist ja doof. Debris analyzed. Construction complete. We have mastered a new technology. Construction complete. Construction complete. Construction complete. One of our stations is under attack. Ja, ich bin wieder zurückgekommen. Von wegen, ich bin tot. We have mastered a new technology. Ah! Jetzt ist er doch hier durchgeflogen. Gas. Anomaly found. Colonization efforts begun. Ja, furchtbar.
Construction complete. Debris analyzed. Hostile Xeno fleet detected. Construction complete. Ach, endlich kann ich meine ganzen Energieprobleme mal angehen, ey. We have mastered a new technology. Tötet alles, was ihr seht. Nein. Construction complete. Construction complete. Debris analyzed. Hostile Xeno fleet detected. Lange hat die Flotte aber nicht überlebt. Deine oder die gegnerische? Von giftiger Pilzimperium. Anomaly found. Passiert. Oh, Wolf, bist jetzt raus? Ich hab gesagt, sonst. Ich dachte, wir machen jetzt noch so lange, bis der Erste sich beschwert. Ja, ich beschwere mich so. Nein, ich bin jetzt.
Ich gehe jetzt. Gute Nacht. Warum Pilz das Imperium? Weil ich gern mal was Sympathisches spielen wollte. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass Eule auch Pilz ist meistens. Ich glaube, Frosty kommt, um mich zu vernichten. Was? Ja, was? Jetzt muss ich mich ja noch beeilen. Ach, so viele Planeten, die man noch terraformen könnte. Und so viele Spezies, die man. Spezies, die man vernichten kann, ne? Oder auffressen kann. Ja. Nein, ich will überleben. Xenofleet detected. Ach, lebe bitte, wo wir sind. Noch nicht mal irgendein Arsch hier irgendwie getötet. Was? Noch niemanden getötet, es ist zum Heulen. Construction complete. Du hast doch hier zu Anfang den getötet. Ja, der hat sich selbst getötet. Ach Frosty, ey, das ist gemein. Ich hätte echt alles gerade wieder aufgebaut. Ach, jetzt kriege ich diese ganze Scheiße, um mal meine ganze Wirtschaft hinzukriegen. Die ganze Zeit kriege ich diese ganzen Bonusverarbeitungsdinger nicht, die Upgrades dafür. Und jetzt kommen die alle nach und nach. Vor allem sind das voll die schäbigen Forschungen, die mir einfach nur fehlen. Deswegen brauchst du mindestens ein, zwei Forschungsalternativen. Ich habe zwei Forschungsalternativen. Wow. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Ja. Passiert halt. Kannst nicht ändern. Hostile Xenofleet detected. Dann übergebe ich meinem Lehnsherr meine Systeme. Nein, das darfst du nicht. Du kannst mich nicht aufhalten. Jordel, hör auf. Ohne Scheiß. Nein, Mann, ich mache es nicht, aber dann gehe ich raus, wenn Frosty mich sowieso vernichten will. Ich will's nicht mehr ansehen. Ich hab auch nichts gemacht. Du also stehst schon vor meiner Haustür, ey. Also ich bin gerade dabei, meine ganze Flotte gerade runterzuziehen. Oh nö, da kommt jetzt noch einer, oder was? Ja, ich will mich mit irgendwem prügeln. Ja, Mika, siehste, geh mal zu Frosty, ey. Xenomongrels have declared war. Penner! Achso, das war nur Mika. Ja, hat sich mal ordentlich darum gekümmert, dann... Beziehungsweise wärst du nicht so eine Flasche im Spiel, könntest du vielleicht ein bisschen schneller sein. Ich bin Dr. Proof, ich hatte keinen Sex heute. Ja, jetzt muss ich komplett eine Flotten wieder aus dem L-Gate rausziehen. Ich will mich doch verprügeln. Mal sehen, was hast du denn da alles? Hostile Xenofleet detected. Den größten Corvette-Spam, den ich seit langem gesehen habe. Geil, ne? Construction complete. Hi. Das letzte Mal, wo ich so viele Korvetten gesehen habe, als ich mit drei anderen Leuten gegen, wie heißt dieses eine die Maschinen Endgame Crisis. Ich glaube, wir hatten halt Legierung, deswegen baue ich Korvetten. Wie viele sind es? 300? Nein, die Hälfte. Jordi spielt mit, damit er Leute ärgern kann. Nein, er hat heute ja wirklich bis zum Ende mitgespielt. Nur 200 Korvetten. 200, das geht ja noch. So nix. Meine ich ja auch. Vorhin hat er nämlich 500 gesagt, da hat er wieder gelogen. Deswegen muss ich die irgendwie loswerden. Construction complete. Das musst du doch verstehen. Hostile Xenofleet detected. Also ich hätte auch noch gerne meine Ethik geändert, dass ich einen Angriffskrieg nicht führen kann, aber es geht nicht wirklich. Ah, Frosty hat sich zurückgezogen. Ich werde das nicht mehr groß machen, ich werde das auch gehen. Aber ich gehe nicht. Was denn jetzt? Ja, du willst von mir vernichtet werden. Nein, du hast gesagt bis 0 Uhr. Warte, ich mach die Grenzen auf, Proof. Und dann?
Du kannst die Grenze nicht aufmachen für mich, weil ich xenophober Säuberer bin. Ach so. Ich würde einfach durchfliegen bei dir. Da beleidige ich dich halt. Das ist genau das Gleiche. Genau. Ja, komm, ich beleidige Mika jetzt. Warum mich? Ich habe nichts getan. Ich prügel mich. Egal, hier beleidigen. Da. Boah, Alter, das hast du jetzt nicht getan, Jordi. Ich glaube, jemand ist rausgegangen, oder? Xenomongols have declared mine on each other. So. Mein Lehnsherr hat Mika den Krieg erklärt. Ich hab dir den Krieg erklärt, Jordi, in dem ich dein Lebensherr den Krieg erklärt habe. Du hast mich beleidigt, das geht überhaupt nicht klar. Ist das eh eine Megastruktur? Ah ja, ist ja toll. Oh, willst du die mir schenken? Ich hol die mir mal. Natürlich. Ich komm mal vorbei. Warte auf mich, ich bin gleich da. In einem halben Jahr ist auch meine Hauptflotte da. Ein halbes Jahr muss ich warten. Ja. We have mastered a new technology. Ja, so lange spam ich selbst, Coveten. Wie viel Legion hast du denn auf Vorrat? Ich hatte 10.000 und ich bekomme 800 im Monat. Ein bisschen mehr als ich, ne? Kacke. Mal weniger Legion. Du müsst die auch verbrauchen. Beziehungsweise auch mal was bauen, was Unterhalt kostet. Hostile Xeno Fleet detected. Wieso bin ich jetzt in dem Krieg dabei? Ich habe keinen Bündnis oder so. Einfach so. Dabei sein ist alles. Was ist denn deine Scheißflotte? Guck mal, hast du eine 10k Kompetenz-Spam-Scheiße. Ja. Wie gesagt, die Flotten waren im L-Gate drin, ne? So bis meine Flotten da sind, google ich mal, wie man das hat deaktiviert. Oh, bei mir ist eine Dings entstanden. Warte, was? Okay, meine Flotten sind da. Hier, Lehns, ja, guck mal, beim Bier da oben, da sind lauter Ringwelten jetzt. Die mal. Ah. Der sympathische Teil deiner xenophobischen Säuberungspilfs verstehe ich noch nicht ganz. Es ist einfach, sie sind einfach knuffig, während sie dir das Gehirn auslöffeln. Das ist aber ganz schön hart, ne? So eine 100k-Flotte schaffe ich nicht. Also diese Anzeige, dass deine Flotte meiner eben noch annähernd ebenbürtig war, hat dann überhaupt nicht gestimmt. Ja. Alles nur für so ein bisschen Peng-Peng. Ich glaube, du warst mir zu dem Zeitpunkt ebenbürtig, weil da hatte ich nur um die 20k, weil ich im L-Gate besiegt wurde. Wo kommen jetzt die 100k her? Die Schiffe waren im Bau. Und die sind fertig geworden. Während du zu mir gekommen bist. Geil, hätte ich mal früher angegriffen. Fix Mika einfach voll ins Gesicht. Vielleicht wird er dann mal ein bisschen entspannter. Anstatt die ganze Zeit hier Mimimi zu machen. Ist ja schon schlimmer als bei Jorde, ey. System Survey complete. Ja. Lol, ich habe hier lauter zerstörte Megastrukturen. Wie cool ist das denn? Construction complete. Ach, das ist eine Ringwelt. Krass. Das müssten Überbleibsel der ersten Liga sein. Jetzt gehört's mir. We have mastered a new technology.
Gut, bin dann mal weg. Euch noch viel Spaß. Okay, Frosty. Ah, ich hab auch Kopfschmerzen, bin auch weg. Boah, Mika, ey. Ja, jetzt wo er gemerkt hat, dass er keinen was antun kann. Was ist denn mit deinen riesigen Legierungsmengen und alles? Wo sind die denn? Ach. Keine Legierungsmengen. Ich produziere 660 Legierungen. Außerdem habe ich halt bis zur Hälfte. Ja, ohne Flotte produziere ich auch mehr Legierungen. Ja, ja, ja. Was soll ich denn sagen? Ich hatte ja auf Ewigkeiten zwei Welten. War mein Ziel. Oh, jetzt wieder sowas hier. Du kannst nichts dafür, wenn du dich nicht expandierst. Und das kann nicht sein, weil du drei Welten sicher hast am Anfang. Er hat aber Gaia-Welten. Ja, ich hab mal versucht mit Gaia-Welten, mit der Gaia-Welt am Anfang als einzige Welt zu spielen. Ja. Man muss gerade, bis ich Syntheten bekommen habe, damit ich die Bewohnbarkeit für andere Welten habe. Hat aber nicht gut funktioniert. Nur die der Hälfte an Bewohner kann ich natürlich auch nicht gegenstinken, das ist nun mal so. Aufs Gesicht. Aufs Gesicht, genau das. Wie macht man nochmal einen Screenshot über Steam? 12. Ja, danke. Xenomongrels have declared war on each other. Viel Spaß noch. Ja. Yo. Ist jetzt eh rum. Gute Nacht. Jetzt, wo ich ein Relikt habe, oder was? Ja, dein Relikt ist für Banane. Aber ja. Ich denke mal, dass ich bei dem Punkt nicht weit oben bin, weil ich keine Relikte habe und Relikte halt so hoch eingestuft werden. Den herabstufen. Also so ist eigentlich Geon der Einzige, der mir ebenbürtig ist. Also das Reich von Leon. Construction complete. Lasan, nicht Leon. Du hast auch 1000 Bevölkerung, wie auch immer. Construction complete. Yeah. Construction du hast doppelt complete. So viel Bevölkerung wie ich, ey. Und ich habe alles auf Wachstum. Mit Genkliniken und alles. Ich habe nicht mal Genkliniken. Ach, Cheater. Ich habe mit Robotern gestartet und Ach so. Ja, ich habe nicht viele Roboter produziert, nur auf meinen Bergwerk-Welten. Weil sonst habe ich später immer das Problem, dass ich nicht weiß, wohin mit denen. Ich habe das erste Mal gerade mit Robotern gespielt, habe einfach geschaut, dass es irgendwie hinhaut. Wer hat nun gewonnen, wird gefragt. Der liebe Gott. Eigentlich hat Leon die meisten Punkte und die wirtschaftlichste stärkste Macht. Lasan, Entschuldigung, wie komme ich immer auf Leon? Wegen dem Namen von meinem Reich. Ah ja, Geon. Construction complete. We have mastered a new technology. Ich bin auf Platz 12, dann bin ich schon ganz zufrieden. Boah, auf welchem Platz bin ich eigentlich? Wo kann ich das sehen? Unter Situationsprotokoll. Was bist du, Xindi? Reiter. Ja, bin ich. 10. Weil du gerade Relikt gesammelt hast, das gibt 5000 Punkte. Construction complete. Construction complete. Check ich nicht, ey. Warum bekommt Mika zum Beispiel... Ah ne, das ist bei mir mehr Systeme. Technologiestufe habe ich ein bisschen spät wieder umgeschaltet. Da sind die 5000 vom Relikt. Ja, wirtschaftliche Macht bist du auch. 4000 Punkte mehr. Complete. Technologie auch. Ja, und Rom. Ja, Rom ist wegen dem Relikt höher.
Wolf ist auch höher wegen dem Relikt. Ich glaube, ich hatte noch keinem Spiel ein Relikt bis jetzt gehabt, also in keinem Multiplayer. Ja, aber du entweder musst du das Glück haben, dass in der Nähe direkt ein von diesen Spezial-Ausgrabung ist, wo halt die Relikte dann drin sind, wie der Kubus oder sonst irgendwas. Oder du musst es halt erstehlen von jemandem und das dauert halt. Eigentlich sind die Relikte Mumpitz. Ja, Rom hat, glaube ich, hier 5 Grabungsstätten, ey. Ganz witzig. Sind die auch, die machen ja auch gute Boni. Aber du musst halt echt einfach Glück haben, dass sie in der Nähe sind. Du hast ja nicht viel Einfluss drauf. Ihr könnt selbst entscheiden, wer die Gewinner sind, aber eigentlich sind die oberen Plätze sehr dicht beieinander, wenn du Reliktpunkte zuziehst oder abziehst. Tja, ich muss meinen Lehnsherrn dafür vorschlagen. Du musst gar nichts. Doch? Jorde, du musst gar nichts. Das ist das erste Mal, dass ich eine Ringwelt habe, ey, geil. Proof, wie groß ist eigentlich deine Flotte oder deine Flotten? Zurzeit habe ich 3 Flotten mit 40, 80, 90, 100, 120, 100, 132.000. Aber ich habe gerade Krieg gehabt und musste erst wieder ein bisschen aufbauen. Das ist ja ganz schön groß. Ich glaube, ich hatte für die meiste Zeit nur 50.000 durch eine. Ich hatte die meiste Flotte Zeit gerade meine 5.000er Flotte. Also bis Proof eine Grenze zu mir hatte, hatte ich glaube ich 10.000 Flottenstärke maximal. Oder 6.000. Aber ich war trotzdem wieder zu passiv. Frosty hatte ich schon lange einverleiben können. Aber da habe ich wieder mein Herz sprechen lassen. Der hat auch fette Armeen gehabt. Ohne Scheiß, denn deine Flottenstärke war immer unterlegen. Der mir überlegen? Ja, dir. Das ist aber auch so, als wenn du versuchst, mit der Schmetterlingarmee Flugzeugträger anzugreifen. Wieso? Wir können die Turbinen verschmutzen. Ja. Deshalb. Mika hat mich nur wieder aufgeregt, ey. Oh, ich mach jetzt das und das hat nicht funktioniert. Dann wird da voll die Mega-Zicke, ey. Und normalerweise bin ich doch die Zicke. What the fuck? Mit wem bin ich denn jetzt auf einmal im Krieg? Ich glaube, ich hätte Mika für die letzten 2 Stunden oder so angreifen können, weil er gar keine Flotte hatte. Ja. Die ganze Zeit mit Mika im Krieg. Ja, stimmt. Der Penner ist einfach rausgegangen. Ja, weil... Sobald er ja kein Erfolg, beziehungsweise keine Möglichkeit auf Sieg mehr hat, haut er ja ab. Aber er hat uns den Krieg erklärt. Rein theoretisch hätte Lucky Shot ihn angreifen können. We have mastered a new technology. Juhu, ich bin im Plus bei Ressourcen endlich wieder mal. Ach, ich muss ja den Planeten zurückerobern. Ja, Jordi, Militär Supermacht. So gut. Hören wir auf. Machen wir Schluss jetzt. Ich spiele immer so passiv. Das ja, das ist halt auch bei mir. Dann bin ich mit dem Reich dran und ich habe keine Lust, die Automatismen anzumachen, weil das ja alles nur noch schlimmer macht. Und dann bist du nur noch am Verwalten. Und kommst gar nicht dazu, mal irgendwas vernünftig anzugreifen. Ich meine, als ich die KI da, die Planeten davon genommen habe, ich habe mindestens 10 Minuten lang mich einfach nur um die Planeten kümmern müssen. Damit die keine Aufstände machen. Ich weiß nicht, wer mehr rumjammert, ob Mika oder Jordi. Hey, ich hatte doch nur gebeten, mich nicht zu vernichten, mehr nicht? Und Frosty hat sich dann wieder zurückgezogen. Außerdem war mein Lehnsherr da, der hätte mich verteidigt. Wir können ja eine Abstimmung machen. Wer jammert mehr, Mika oder Jordi Power? Ja, machen Strawpool.
Hab ich. Nee, nicht Strawboy, sondern... Die kennen Mika doch nicht. Doch, Mika hat man die ganze Zeit gehört. Mika war der Mecker-Heini, der gemeint hat, er baut 500 Korvetten und hat dann nur 200 gehabt. Ja, siehst du? Ich war in allem unterlegen und bin trotzdem noch hier. Ja, weil du ein Lebensherr hattest, der. Obwohl, diesmal hat das eigentlich mit den Bündnissen alles ganz gut geklappt. Ich fand die Runde eigentlich relativ balanciert. Ja, das sieht man bei deinem Reich. Ja. Ich war zu passiv. An sich hätte mich der Typ nicht links von mir angegriffen, hätte ich den in Ruhe gelassen. Als ob man da eine Abstimmung machen müsste. Heute hat Mika mehr. Ich danke auf jeden Fall meinem Lehnsherren. Wie gesagt, hätte der mich nicht angegriffen, hätte ich eigentlich Frosty angegriffen, weil Frosty war mir unterlegen immer. Und nicht der links von mir. Links war ausgeglichen, aber dann wollte er halt kämpfen gegen mich. Aber wir haben relativ, also wir sind weitergekommen als beim letzten Mal mit 8 Stunden Spielzeit in etwa. Ich hätte einen Wolf angreifen müssen. Ja, Wolf war am Ende zu viel. Der hat zu viel Ruhe gehabt. Der hat noch 2 Untergebene gehabt, deswegen habe ich ihn jetzt nicht mehr angegriffen. Ja, ich Und Eule hätte ich auch viel früher angreifen müssen, aber Eule ist halt Eule. Der spielt immer bei Stellaris mit und das ist so ein friedfertiger Expansionstyp. Ja, aber ich auch. Ach, bei dir macht man es einfach aus Hass. Aber Eule hat immer eine gute Wirtschaft. Der pumpt auch einfach meine Zitadellenstation oder so an der Grenze raus, ohne Probleme. Und das schon recht früh im Spiel. Ja gut, der noch da ist, danke, dass ihr dabei wart. Ansonsten hat Jordi Power auch die Abstimmung gewonnen, dass Jordi Power mehr jammert. Ja, was ist das für eine Abstimmung? Auf Twitch? Ah ne, Jordi Power hat sogar 14 Stimmen jetzt. Hast du aus Versehen für mich selbst gestimmt? Nein, für Mika habe ich gestimmt. Und danke für alle, die zugeschaut haben. Es ist immer schwer zu sagen, wenn du nicht wirklich... Aber also wenn das jetzt zum Ende ziehen würdest, wir würden locker bestimmt noch 4 bis 6 Stunden spielen müssen. Je nachdem, wie schnell es halt geht. Ja, je nachdem, wie schnell es ist. Oder ob du diese ganz schlimme Situation hast, am Ende noch 2 große Reiche hast, die gegeneinander kämpfen müssen. Weil dann ist ja... Es kommt auch die Performance an. Ja, das auch. Dann hast du den Super-GAU. Die meisten Kriege zwischen großen Reichen machen meiner Meinung nach nur Sinn, wenn es Total War Kriege sind, also wie zum Beispiel Durmit als also was bist du für ein Reich nochmal? Säuberung. Fanatische, ja. Fanatische Säuberer. Ja, du hast ja totalen Krieg oder irgendwie so einen Kriegsgrund und damit macht es meiner Meinung nach nur Sinn zwischen großen Reichen. Ansonsten beanspruchst du 10 Gebiete, hast einen Krieg und dann 10 Jahre oder so wieder Frieden. Richtig. Und dann wieder alles von vorn. Ja. So, jetzt aber auch bei YouTube. Tschö, wenn ihr das hier geguckt habt. Gratulation, das war das Ende.